Hallo, sehr herzlich willkommen zu einem weiteren World of Tanks Replay aus der Reihe zweites Kanonenrohrabzeichen auf dem ELC. Dieses Mal feuriger Bogen. Kleine Anmerkung, warum heißt es feuriger Bogen und nicht feuriger Boden? Hab mich gefragt, auf jeden Fall eigentlich die gleiche Karte wie Bokarovka, nur mit ein bisschen mehr Kratern und Panzerwracks, wobei gerade die Krater für einen ELC gefährlich werden können, da er da gerne mal drüber jumpt. An der Stelle mache ich natürlich das gleiche, was ich immer an dieser Stelle mache. Ich versuche wieder in den Scouter-Buchstaben reinzukommen. In der Hoffnung, dass ich nicht gleich vom Anfang rausgedrückt werde, was in 4 von 5 Fällen funktioniert. Und der feindliche ELC fährt dahin und macht nämlich auf. Er macht mich nicht auf, aber er weiß, dass er offen ist. Das heißt, er hat eine Lampe drin. So, vom letzten Video wisst ihr ja, ich versuche danach trotzdem nochmal ranzufahren. Und da ist wieder der ELC. Und jetzt habe ich nicht so viel Glück, er hat mich aufgemacht. Fluchtmanöver, irgendwie hinter irgendeine Dünung zu kommen, möglichst schnell wegzufahren. Aber er schießt ja auch nichts auf mich zum Glück. Aber ich weiß, in welchem Busch er jetzt stand. Hoffe, dass er da drin stehen bleibt. Er ist immer noch da. Aber wir machen jetzt auch nicht mehr auf, weil er steht sicher. Jetzt schießen die ersten auf mich. Das sah nach Artifeuer aus. Das heißt, zurück zur alten Schule. Ich scoute über die Mitte, indem ich hochfahre und wieder runterfahre. Trinkpause. Wer sich da fragen sollte, das ist übrigens kein Bier, was ich da trinke. Das ist selbst angemischter Spezi. Wenn ihr das Rezept haben möchte, kann es gerne von mir haben. Bezweifle aber, dass es irgendwie von Interesse ist. Deswegen gehe ich jetzt auch nicht weiter auf meinen Spezi ein, den ich da trinke, sondern auf die Situation hier. Da ich vorne sehr wenig aufgemacht habe, fahre ich wieder hier nach hinten zurück. Wollte eigentlich an die Büsche da oben links ran und auf die letzte Position vom ELC ballern. Hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt muss ich hier schauen, dass ich zwischen meinen Panzern durchkomme, ohne dass die mich kaputt schießen. Fahre jetzt an den Busch hier ran. Hier müsste ich eigentlich sicher sein vor Aufgeben, bis ich geschossen habe. Und da war der ELC zuletzt und ich gehe davon aus, dass er in diesem Busch noch ist. Schieße einmal. Bin dabei aufgegangen, habe keine Ahnung, ob er getroffen hat. Und verziehe mich wieder nach vorne. Das wird wieder so ein Match, wo man ewig viel fahren muss. Fahre jetzt hier in die nächste, an die nächste Kuhle ran. Nicht hier rein, da ich das sehr schnell wieder nur rauskomme. So, Zickzackkurse. Oh, der Cromwell fährt rein. Kommt dann auch gleich was. Deswegen fahre ich da eigentlich auch ungern rein. Da sie sich aber auf ihn gerade konzentrieren, fahre ich mit rein. Hat eine bessere Sichtweite scheinbar als er, weil ich habe den da aufgemacht. Mit etwas Glück schießen meine Leute den gerade zu klump. Und ich gehe schon wieder auf. Verflucht nochmal. Blöd ist, wenn da oben in dem Busch jetzt einer steht, der kann auf mich draufballern, dann verziehe ich mich hier auch wieder. Hinten rechts schaut scheiße aus, der Hügel schaut scheiße aus, links schaut scheiße aus und die Mitte ist das einzige, was noch halbwegs stabil ist. Ein mieses Match im Moment. Wollte jetzt eigentlich da hinten auch aushelfen, aber der Grommel fährt wieder nach hinten. Das heißt, ich muss da nicht meine HP riskieren, das kann der Grommel machen. Fahre nach vorne. Schaut, dass ich da vorne noch was aufmache. Und wir haben ja noch eine Arti eigentlich im Spiel. So. Da ist was offen. Ja, und er hat auf den Falschen geschossen. Oder war... Ah, Hauptsache er hat getroffen. Scheißegal, ob... Ich hätte auf das Low-Target erst geschossen.
Auf jeden Fall haben wir jetzt endlich wieder eine Aufgabe gefunden. Wir haben etwas, was wir hier spotten können. Währenddessen alles rechts vom Bahndamm komplett gefallen. Ist also nicht so doll. Ich versuche jetzt hier auch mal reinzuballern. Was sehr optimistisch ist mit meiner... Ja, mit meinem Panzer. Hab auch erstaunlich wenig bis jetzt zum Ergebnis beigetragen. Hinten endlich wieder was offen, was vielleicht beschossen wird. Aber die bewegen sich immer weiter nach hinten anstatt nach vorne. Ganz toll. Vier zu sechs. Ich fahre meine Scouts jetzt auch immer aggressiver. Oh Mann, ey. Okay. Schauen wir, dass wir hinten irgendwie aushelfen können. Das nächste, was da drüber fährt, sollte von mir einem bekommen. Da ist wieder was offen. Ja, der steht gut. War ja sowas von klar. Kein Temper nur, Gag. Glaub mir alle Hilfe. Egal. Jetzt schauen wir wieder, ob wir das spotten können. Vorne. Ich glaube, ich fahre den Scout jetzt immer aggressiver. Die Lampe geht auch auf. Aber die sind nicht ganz blöd, die schießen nicht auf mich. Jetzt hätten die aber locker auch auf mich schießen können, weil dann so richtig unterstützen können meine da hinten nicht mehr. Und ich gehe schon wieder auf. Wovon gehe ich denn hier auf? Ich weiß nicht, dass der da hinten nicht aufgemacht hat. Scheiße. So. Jetzt aber. Jetzt versuche ich da hinten noch irgendwie zu helfen. Die Helke geht wieder auf. Bin aber mehr an den 10-49er, wenn es interessiert, da der für mich One-Shot ist. Und jetzt muss ich auch einfach mal das riskieren, dass ich auf den drauf gehe. Hat wunderbar geklappt und muss auch gleich wieder abhauen hier. Da ich sonst von allen Seiten mit dem Feuer bekomme, vor allem von der Hellcat. Mit der möchte ich mich jetzt nicht im Shootout einlassen. Boah, sie hat zum Glück verschossen. So, endlich etwas, wo wir aktiv eingreifen konnten. Und nein, gar nicht gut. Feuererlaubnis erteilt. Gar nicht gut. Okay. Weg ist er, schnell auf die andere Seite des Hügels fahren, sofort der 1029 auf mich schießen kann. Oh, der ist schon passiert. So, und drauf geht's. Go, 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 go! Sicherer Schuss und weg ist er. So. Hellcat ist auf One-Shot runter. Das heißt, Hellcat ist das nächste, was ich mir kralle. Danach der Ram 2, wenn er da noch stehen sollte. Das Video ist eigentlich gefühlte 8 Minuten Langeweile gefolgt von jetzt halt endlich mal was Spannendem. Ich hoffe, ihr schaut so überhaupt noch zu und habt mir schon ein Dislike dafür gegeben. Weil ist mir auch scheißegal. Hallo, tschüss. So. Und wieder Wendemanöver. Ich habe vor kurzer Zeit 4 Kills bekommen. Geil. Good work, Alk. Ja. Alkohol hilft mir da immer, wenn ich den ELC fahre. So, nächster Versuch da oben zu spotten. Da jetzt halt die eine Seite relativ gut gesichert ist und ich natürlich gleich den ersten Gegner reinfahre und nach hinten ist Banane, weil ich nicht so schnell bin, dass ich nach hinten wegkomme. Das heißt, ich muss die Flucht nach vorne antreten. Möchte aber jetzt mit der Unterstützung nicht sofort auf den Panther draufgehen.
Jetzt ist auch der ELC wieder offen. Blöde Drecksau, der mir meinen Platz gestohlen hat. Halte jetzt aber hier offen für meine Freunde da hinten, die vielleicht irgendwann mal irgendwas reißen, aber... Ich will den ELC haben sie weggemacht. Und... Will der mich, der will mich. Okay, ich habe keine andere Wahl mehr. Ich muss auf ihn drauf gehen. Glücklicherweise hat er zuerst verschossen und ich habe hinter mir jetzt auch noch einen ELC und meiner bleibt an ihm hängen und der ELC verschießt bei mir. Das heißt, ich habe jetzt auch die Chance, einen von den beiden jetzt rauszunehmen bzw. zu beschädigen. Und oh, Gott sei Dank, der ist weg. Und jetzt bist du dran, du blöde Sau. Mit dir habe ich noch eine Rechnung offen. Oh. Der hat schon zwei Ringe. Warum hat der zwei Ringe? Ich will zwei Ringe drauf. Blöd, Mann. Komm. Dreh. Ja. Komm, mach ihn weg. Das war blöd von mir. Weil der hätte mich locker wegmachen können. Aber zum Glück, die Kette hat es geschluckt. Mal wieder. Normalerweise würde ich da der Hellcat ihren sechsten Kill lassen. Normalerweise, aber die blöde Sau hat jetzt so oft da hinten gekämpft, dass ich ihr jetzt ihn einfach auch nicht gönne. Sie hätte ihn auch so bekommen können, wenn RNG ein bisschen mehr mitgespielt hätte. Ganz egal, das Match ist vorbei. Harte Arbeit am Ende, 5 Kills. Panzer ist mal wieder bekommen. Aufklärer? Ah, genau, das ist, wenn die dann die Kills für dich erledigen. 5 Kills mit 870 Schaden. Lol. 3000 Spotter Damage. Aber harte Runde. Viel zu fahren, viel zu tun. Und wir haben an dieser Stelle Panzermarsch!